Führt für die Ukraine, 19,3 Sekunden dahinter Franziska Hildebrand und Frankreich jetzt schon auf Position 3, 28,9 Sekunden. Der Rückstand Russland auf 4. Also sieht gut aus für Nadine Horchler, die Kämpferin. Wenn Franziska Hildebrand jetzt noch gut über die letzte Runde kommt, ja, ein Lachen huscht übers Gesicht von Pavel Rostovtsev. Auch die Russinnen sind zurück, sind vorne mit dabei. Aber dieses Schießen hat es gezeigt, wie schnell das gehen kann. Ganz, ganz wichtig bei dieser vorletzten Läuferin. Olena Petruschna. Und Franziska Hildebrand. Und jetzt gilt es natürlich für Franziska Hildebrand, diese letzte Runde mit Anstand und ordentlich zu absolvieren. Ja, auch Schalke hat ihr gut getan, hat sie gesagt. Diese schnellen, kurzen Runden. Ja. Für die Spritzigkeit gut. So, schau mal. Rückstand war 19,3 Sekunden nach dem Schießen. So, zweite Position jetzt sehr deutlich. Jetzt kommt erst die nächste. Dort hinten raus. Wirkt allerdings etwas hochfrequenter. Die Französin, Olé. 5, 6 Sekunden, ja. 6 Sekunden hat sie jetzt verloren am Bergstieg. Und Sophie Boyi hat zwar auch Zeit verloren, aber auf Hildebrand gut gemacht. Genau. Das ist wieder eine der überrundeten Staffeln. Und wir können mal runterhören. Miriam Gössner steht bei Nils Kaben. Bitte, Nils. Ja, die hat sich erstmal warme Sachen angezogen, Miriam. Sie haben uns wieder beeindruckt mit einer grandiosen Laufleistung. Wer oder was hat Ihnen dann das olle Stehenschießen vermasselt? Ich habe einfach nichts mehr gesehen. Ich habe es auf die Optik geschaut und es war ganz grau und trüb. Und es war ein bisschen blöd, ein bisschen schade. Ich habe versucht, mein Bestes zu geben und so viel wie möglich noch zu treffen. Im Sprint versuche es einfach wieder besser zu machen. Wie kriegt man die denn überhaupt noch reingewackelt, wenn der Diop dazu ist bei diesem Regen und Nebel? Ja, man versucht halt so gut wie möglich die Scheibe zu erkennen und da, wo es am schwersten ist, abzudrücken. Geht Ihnen das sehr lange nach oder können Sie das dann relativ schnell abhaken, wenn, sag ich mal, das Wetter mehr oder weniger schuld ist? Ich nehme einfach das Positive mit. Das Laufen war gut, das Liegenschießen war sehr gut und ich freue mich auf den Sprint und bin mir sicher, dass die Nadine jetzt auch noch hinten drauf ein gutes Rennen machen wird und dass wir mit einer sehr guten geschlossenen Mannschaftsleistung heute nach Hause gehen können. Und das ist doch schön. Das wünschen wir uns auch. Vielen Dank. So unterschiedlich sind die Bilder. Pavel Rostovtsev, eben haben wir ihn noch lachen gesehen. Jetzt schüttelt er mit dem Kopf nach dem Sturz von Jekaterina Schumilova. Und auch hier fährt viel Angst mit, natürlich. Und was war die Ursache? Ja, in den Ski praktisch bekommen. Und dann fällt. Anklage. Schau hin, es schlägt ihr auf den Kopf. Ja. Das ist sehr unangenehm. Und natürlich hat sie auch Angst um ihre Schaftkappe. Also hinten das Teil, das am Gewehr in die Schulter eingeführt wird. Und da ist Pavel natürlich ein wenig narrisch, wie wir sagen. So, die Französin ist dran, dann Franziska Hildebrand. Die jetzt hier wieder rübergezogen hat. Geht sie in die Sägespäne-Runde, nochmal nach links raus und dann zurück eben dieses lange Stück, diese 300 Meter entlang dieser prächtigen Kulisse bis hin zum letzten Wechsel. Und hier Petruschina läuft sehr gut, hat 14 Sekunden gut gemacht auf Franziska Hildebrand. Man sieht auch, wie sie kämpft, wie sie arbeitet und sie weiß natürlich, da kommt eine ganz starke Schlussläuferin, die kann den Sieg eventuell sogar absichern. So, die Ukraine hat gewechselt. Vita Semerenko ist unterwegs als Schlussläuferin. Hier haben wir sie groß im Bild. Auch sie sehr, sehr stark. Kann sie diese Staffel nach Hause laufen? So, jetzt gibt es hier noch einen Stockwechsel. Ob der beim Sturz zu Bruch gegangen ist, kann man nicht so erkennen. Mag aber sein, zumindest hat er sich einen Schlag abgekriegt. So, und jetzt steht sie bereit. Jetzt geht's gleich los für Nadine Horchler. Französin ist noch vorbeigegangen an Franziska Hildebrand. Das ist aber überhaupt kein Beinbruch. Es kommt jetzt hier auf die letzte Läuferin an. Für Nadine Horchler
Und sie hat eine Gegnerin, die heißt Marie Dorin-Aber. Das ist schon eine richtig große Nummer. Die Französin, momentan siebte im Weltcup, die beste Französin. Und Franziska Hildebrandt, die ist schön ausgepumpt nach diesen drei anstrengenden Rennen. Ja, er weiß noch nicht so recht, er traut dem Frieden nicht. Gerald Hönig, wo geht die Reise hin fürs deutsche Team? 25 Sekunden hat sie bekommen von Petruschina. Das ist sehr viel. Wir haben ja gewusst auf der dritten Runde, das wird ihr Knackpunkt vielleicht sein. Aber trotzdem, schaut, der Vorsprung auf Russland ist immer noch komfortabel. Ekaterina Schumilova wird froh sein, dass es vorbei ist. Olga Viluchina, ihre derzeit Beste, die 24-Jährige aus Novosibirsk, hat übernommen. Auch die Italienerin. Sehr stark. Noch sehr stark dabei. Alexia Rongaldia ist das mit 21 Jahren. Sie hier nicht, das ist Nicole Gontier, die an dritter Position unterwegs war. Also da formiert sich was. Fünfte, lange nicht da gewesen für italienische Frauen. Ich glaube, ein sehr bemerkenswertes Ergebnis bisher für Italien. Da werden sie zu Hause zittern und bangen in Südtirol. Polen nach der Führung jetzt zurückgeglaubt. Oh ja. Zuschauer. Ah, auch ganz gefährlich hier, wenn man da noch weiter rechts läuft. Da hängt er auch mal schnell im Ski. Veronika Nowakowska-Simjak, die Polin, die da wir noch kurz gesehen haben, als letzte Läuferin für Polen. Nadine Horchler. Wie gelingt ihr das, dieses auszublenden, diese Verantwortung da auf der letzten Position in einer deutschen Staffel? Bei den letzten beiden Weltmeisterschaften ja jeweils siegreich. In Ruhpolding ist die Schlussläuferin Andrea Henkel im vergangenen Jahr beim Titelgewinn. Und Nadine Horchler ist sehr gut in diese Saison reingekommen. Hat ihre Trainer ein wenig überrascht. Durch gute Ergebnisse hat die WM-Norm schon erledigt. Und sich somit durch sichere Auftritte, läuferisch wie auch, also ausgewogene Auftritte, auch am Schießstand sich qualifiziert. Und da lag es nahe, eben mit dieser offensiven Aufstellung vorneweg mit Bachmann und Gössner, sie hinten drauf zu setzen. Wir notieren einen gewissen Zeitrückstand, den sich die beiden schon eingefangen haben. Semarenko läuft sehr schnell vorneweg. Also die kann und wird vielleicht sogar hier den Sieg für Ukraine einfahren, wenn nichts Schlimmes passiert. Da laden Horchler jetzt zum ersten Mal hier um diese Ecke rum. Ja, super. Auch die Französin da vorne drückt schön aufs Tempo. Marie Dorin Aber, so wie wir sie kennen und was wir von ihr erwartet, hier im Schlittschuhschritt. Noch mehr Tempo rausholen. Die Orientierung für die Französinnen geht nach vorne, ja, klar. Ganz klar. Ja. Die schauen nicht, was die Deutschen machen. Die schauen, was macht Ukraine, wie können wir Semarenko noch abfangen. Und wie ihre Staffel gelaufen ist. Wir erinnern uns ganz vorne an den Sturz von Brunet. Und jetzt sind sie ganz vorne. Kontinuierlich haben sie sich nach vorne gearbeitet. Alle durch die Bank gute, sichere Schützinnen. Und sie hier auch eine sehr schnelle Läuferin. Aber sie kann beißen, Nadine Horchler kann sich festbeißen, in ein Rennen beißen. Komm auf geht's, lass es doch. Jawohl. Sehr schön, du machst es gut, gell? Lass es so ganz konzentriert arbeiten, dein Rennen laufen. Hover, auf geht's. Komm Nadine, hover. Ganz wichtig, sich nicht zu sehr dann ziehen lassen und reizen lassen. Und noch zwei Schießen zu bewältigen, noch schwierige Anstiege. Gut einteilen das Rennen. Und wir haben es ja gesehen, wie wichtig dieses Schießen eben ist. Gerald Hönig hat es in dem Beitrag auch noch mal erwähnt, in unserem Vorlauf, dass sich doch in den letzten Jahren das so entwickelt hat, auch in der Staffel, klar, mit den kurzen Laufrunden, a 2 Kilometer, dass das Schießen doch mehr und mehr an Gewicht auch gewonnen hat. Russland jetzt zur Spitze nichts gewonnen, 2 Sekunden auf Deutschland, das ist aber noch gar nichts. Und hier sehen wir Thora Berger, die natürlich für Norwegen jetzt alles geben wird. Aber die sind schon 2 Minuten 19 zurück, Norwegen.
Ja, die hatten mit den zwei Strafrunden. Und jetzt in der Zwischenzeit sogar 2:23, also Wechsel zu diesen ersten 800 Metern hat Tora Berger verloren. Aha, ganz ungewöhnlich. Ja. Und sie hier, die so schwierig in die Saison reingekommen ist, Vita Semerenko sich dann gesteigert hat, gute Rennen in Pokljuka abgeliefert hat, jetzt hier mit einer ganz starken ersten Runde. Und die wird natürlich genug Adrenalin im Blut haben, mit dem Wissen, hier das Ding heimlaufen zu können für die Ukraine. Zweite schon in Hochfilzen. Nadine Horchler, die jetzt hier an der Haupttribüne gerade vorbeiläuft. Gute Verhältnisse gehabt, so kann das was werden für die Ukraine. Starke Laufrunde, souveränes Schießen von Vita Semerenko. Und schon auf der zweiten Runde und dort hinten ist noch keine. Jetzt kommt die Französin. Und die Uhr läuft zu ihren Gunsten. Und jetzt ist auch Nadine Horchler da. Sicht ist gut. Zumindest was den Nebel anbelangt. Damit sollte sie auskommen. Dann für die Französin. Ja. So, super. Sehr gut. Auch das zeichnet sie aus, lässt sich eigentlich nicht aus der Ruhe bringen. Sehr starke Nerven. Und weiterhin auf der dritten Position. Also absolut grüner Bereich für diese Besetzung, für diese Staffel der deutschen Damen bis hierhin. Wenn sie das nach Hause läuft, wäre das richtig gut. Für Nadine geht es nur um Rang 3. Es wäre jetzt vermessen gewesen, zu hoffen, dass sie die Französin schlägt. Gut jetzt für die deutsche Mannschaft. Schlecht für die Russen, dass jetzt hier die Fehler kommen. Ja, und Veluchina hat drei Patronen für drei Scheiben. Also die kämpft hier gegen die Strafrunde. So, jetzt ist die Strafrunde für Russland da. Also auch das reißt ab und Tora Berger kriegt das natürlich mit. Zwei Strafrunden für Russland, das ist richtig bitter. Die Gegnerin trifft. Ah, geht der erste daneben, Polen. Ja. Auf Rang 4 jetzt Polen, ja. Tora Berger haben wir ranlaufen sehen und schießt fehlerfrei. Tora Berger 0,5 und in einer sehr schnellen Geschwindigkeit. Ich wollte gerade sagen, so schnell wie das ging, hat sie auch da noch Zeit gut machen können. Da schauen wir nochmal. Nadine Horchler. Sehr sicher die ersten beiden. Rechts tief, man sieht es sehr deutlich. Und 4 und 5 hier beim fünften Glück.